Yo, meine Lieben, herzlich willkommen zum neuen Video. Und das ist so ein Newsletter-kleines Video, also ohne mich, ohne meine kleine Fratze. So, lange Rede, kurzer Sinn. Die neuen Missionen sind da und ihr müsst halt wie immer halt das tun, was man sagt. Das heißt, eine finstere Feier, Kapitel 1, Mission 1, Unternehmensmission auf dem Blabla abschließen. Und dann bekommt ihr das. Da das so einfach ist und ich sage immer, wer lesen kann, ist klar im Vorteil, werde ich dazu nicht mehr viel sagen, wie es die anderen MCO-YouTuber tun. Ich mache es einfach vulkanische Logik. Falls ihr dennoch Fragen habt, ja, meinetwegen könnt ihr es in die Kommentare schreiben. So, dann gibt es natürlich eine coole Sache, dass KBM eigentlich machen tut, oder KBM plant es auch im nächsten Jahr umzusetzen. Und zwar ist das die: Hey, pass auf, wenn du dich wie ein Arsch benimmst, dann hauen wir dir auf die Fresse, Politik. Die gab es ja schon mal vor sehr vielen Jahren, aber dann haben halt einige Leute dagegen gekämpft, so, nee, komm, das kann doch nicht sein. Ne? Und jetzt sagt Kabam, aber passt auf, es gibt eine Bedingung. Und das ist der besondere Hinweis. Und da sagt Kabam, um die Fairness zu garantieren, lieber Spieler, alle, die im MCO-Universum sind, weil die Fairness leider man mit Heil-Hitler-Methode machen muss. Man muss die Leute auf die Fresse hauen. Ne? Gib mir mein Federmäppchen wie der Basti. Ne, so ungefähr muss man natürlich das knallhart machen. Und KBM sagt sich: Ey, Leute, wir hatten die Schnauze voll, dass Leute gewechselt sind von Allianzen und Allianzen, Mittelfinger den anderen Allianzen gezeigt haben, sich wie Motherfucker Kinder verhalten haben und sonstiges. Ne? Hat man KBM jetzt mal einen kleinen Rap rausgelassen und sagt sich: Nee, das machen wir nicht mehr. Wir machen eine Bedingung bei einem Geschenkevent. Das heißt, wenn das Geschenkevent am 20. Dezember anfängt und irgendeiner ab dem 20. Dezember sagt sich zu irgendeinem Offizier oder Anführer: Lelelele, Arschloch, ich werde dich vernichten. So ungefähr. Dann sagt sich Kabam: Kannst du gerne machen, kannst du gerne bringen, kannst du gerne Motherfucker-Kind sein. Aber wenn du nicht Mitglied dieser Allianz, also nicht Mitglied bist, 14 Tage mindestens, wie heißt es im Film in dem Film mit Mark Wahlberg? Donnerbuddies, ne? Suck der Donner, fuck you, ne? Und der Kapitän sagt sich: Ja, fickt euch, alle Hater und Arschlöcher und sonstigen auf der Welt, wenn ihr so Arschlöcher seid, dann bekommt ihr das Maul, indem ihr tatsächlich dann keine Punkte für dieses Event einbringen könnt und ihr könnt auch keine Belohnungen an einfordern. Zusätzlich sagt Kapitän, dass sie das verzögert mit der Auszahlung machen werden und den Rangbelohnungen. Das möchten wir auch gleichzeitig für das Einzel-Event sowie das Allianzgeschenk-Event so machen, damit es natürlich fair zugeht, dass man die Bestenlisten nicht ein bisschen umgehen kann oder schummeln kann und dass das Event fair ist, also fair gehandelt wird natürlich. Und natürlich sollten die Rangbelohnungen dann fair ausgegeben werden. Ganz wichtig, sagt Kabam: Hey Leute, wir behalten uns natürlich immer das Recht vor, das ist unser Recht, das ist unser Game, das haben wir programmiert und daher behalten wir uns das Recht vor, alle Auserwählten oder Allianzen gegen die sich scheiße verhalten und dieses Kind immer in dem Hintergrund machen wollen, so Satan, ne? zu ficken, also Strafen vorzuhängen, also Strafen denen zu geben. Ja, was ich dazu halte, ich sage endlich, nach Millionen von Jahren, ich habe es KBM immer jedes Jahr geschrieben, habe immer die Beschwerde geschrieben, das war nicht der Einzige, es gab viele, die es geschrieben haben in der deutschen Community, in der polnischen, russischen etc. Und die haben gesagt: Ey, mach doch mal diesen Scheiß weg, diese ganzen Kiddies, die immer Satan immer sagen. Ne? Und daher ist das jetzt auch so und wir sind alle glücklich. Also soll ein bisschen fairer sein, ganz ehrlich. So ein Quatsch und so ein Bullshit, als ob die Leute sich dran halten. Es sei denn, man würde es ja wie in der Corona-Politik machen.
dann müssten sich die Leute dran halten. Wobei auch da mittlerweile im Hintergrund habe ich mitbekommen von Anwälten, es knallhart zugeht. Ne? Aber egal, das hat sie nicht zu suchen, diese Corona-Politik, sondern das war jetzt mal ein Newsletter für Marvel Sturm der Superhelden. Ich bin der Dark Lord 7, aka Andreas Warczynski. Und daher, ich hau mich jetzt rein, ich schaue mir irgendeinen geilen Horrorfilm an. Keine Ahnung, suche mir irgendeinen aus. Und dann mache ich in der M mit und hau mich rein. Und das solltet ihr auch tun. Ich wünsche euch allen schon mal vorab einen schönen Advent. Oder sonstige Feiertage, die ihr feiern tut. Weiß jetzt nicht, welche Religion jeder hat. Und wie religiös er ist. Und daher sage ich Ciao. Bis zum nächsten Mal.